Willkommen zurück zu The Witcher. Beim letzten Mal sind wir hier in eine dunkle Gruft dem Beringer gefolgt. Es ist nach wie vor relativ dunkel hier. Aber wir versuchen dennoch dem Beringer hier zu folgen. Das war zu einfach. Würde ich auch sagen. Ich habe nicht vor, mich von ein paar Bruxäe töten zu lassen, wenn es das ist, worauf ihr spekuliert. Reden wir. Wer sagt, dass ich mit euch reden will? Wollt ihr mich zwingen? Das hatte ich nicht vor. Ich dachte mir... Da wir beide Hexer sind, würden wir eine Einigung erzielen können? Für mich seid ihr nicht besser als dieser Schurke von Professor. Ihr seid nur noch Scheinheiliger. Also habt ihr doch mit den Salamandra zusammengearbeitet. Das habe ich nie gesagt. Verdammt. Verdammt was? Ach du Kacke, kommt eine Erscheinung an, es ist nicht wahr. Warte, nicht hinlaufen hier. Erstmal Schwert dafür ziehen. So, und jetzt schön drauf hier. Boah, okay, das wird nichts. Dann gehen wir halt auf die Alp hier. Oder Bruxa oder was auch immer die darstellen sollen hier. Da habe ich mehr Chancen, die fertig zu machen, als die komische Erscheinung. Ich weiß ja nicht mal, wieso, weshalb, warum wir hier in einer Gruft hier rumkämpfen. Alles, was ich weiß, ist halt nur, hier soll es irgendwie eine legendäre Rüstung geben oder sowas. Und da bin ich mal gespannt, ob ich die vor ihm abgreifen kann oder sowas. Wäre an sich nicht verkehrt. So, das war die. Die Erscheinung hier, kriege ich die irgendwie noch weg? Da war ich ganz schön gut aus hier. Boah, wie viele sind denn hier? Boah. Keine Chance hier, wenn die mich hier auch noch stunnen, dieses Blöde. So, und weiter drauf. Wow. Es sieht aus, als seien wir hier fertig. Na Gott sei Dank. Können wir uns unterhalten? Von mir aus, aber nicht hier. Gehen wir raus. Setzen wir uns an mein Feuer. Endlich. Na immerhin. Muss ich nur noch den Weg hier wieder rausfinden. Wo haben wir es denn? Da ging es, glaube ich, raus. Hier haben wir nochmal einen verstümmelten Leichnam. Kann ja nochmal ganz kurz gucken, was wir hier so Schönes haben. Damit ich hier nochmal ein bisschen Rebis finden könnte oder sowas. Und hier ging es ja auch noch weiter. Oder ist das jetzt der Rückgang, Rückweg? Keine Ahnung. Der Sarkophag. Was haben wir denn im Sarkophag drin? Silberring. Teil einer Rüstung. Questgegenstand. Nehme ich natürlich mit. Man weiß ja nie. Hier haben wir noch eine Holztruhe. Auch wenn das hier der letzte Abschnitt ist in diesem komischen Dings. Aber da ist auch nur Ohrens drin. Hey, das wollte ich nicht. So. Also wieder zurück. Durch die Dunkelheit. Und dann ist es endlich mal ein bisschen heller. Wenigstens etwas. Dann könnt ihr mir eventuell auch mal einen Trank brauen, wenn die schon an ein Lagerfeuer gehen. Ihr müsst eigentlich genug Materialien haben, um zumindest eine Schwalbe oder sowas herstellen zu können. Und mir fehlen halt nach wie vor ein bisschen was von den Rebis. Aber auch das kriegen wir noch hin. Endlich Licht, hey! So, wo ist er denn? Da läuft er. Wo läuft er hin? Kann er nicht schneller laufen? Ich bin schneller als du. Haha, bist ein Scheißhexer. Was für ein Hexerschicksal. Lauf endlich mal zu deinem Lagerfeuer hin. Dies hier ist es, ja? Na dann, rede mit mir. Oder muss ich mich ans Feuer setzen? Wir können am Feuer reden. Ja, dann setzen wir uns halt ans Feuer. Ich bin ja nicht so. Ruhig eine Stunde meditieren hier. Oder kann er jetzt hier mit mir reden? Weil er sich noch nicht richtig hingesetzt hat, ja. Also, was gibt es so Dringendes? Ich fange am besten am Anfang an. In welcher Verbindung steht ihr zu den Salamandra? Was zur Hölle. Die Geschichte ist schnell erzählt. Sie haben mich vor einiger Zeit gefunden und der Professor hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Ihr wisst schon, sowas wie, hilf uns oder du frisst deine eigenen Eier. Ich habe getan, was ich tun musste. Es ist witzig. Sie erinnern mich an Hexer. Ich hatte nie eine Wahl. Weder bei denen, noch bei euch. Erst machten mich die Hexer zu Mutanten, dann machte mich der Professor zum Verbrecher. Ein doppelt Ausgestoßener. Ich bin bei der ersten Gelegenheit geflohen. Sie haben nichts von mir erfahren. Ich habe niemanden verkauft. Und dann kam ich hierher. Es heißt, ihr wollt den Konflikt zwischen Menschen und dem Vodjanol lösen. Es heißt, ihr wollt den Konflikt zwischen den Menschen und den Vodjanol lösen. Was?
Haben sie euch geschickt, um meinen Vertrag aufzulösen? Soll mir recht sein. Nehmt ihn. Was für einen Vertrag? Den Vertrag zwischen den Menschen und den Wodjanoi, Frieden zu stiften. Beide Seiten kamen zu mir. Ich will damit nichts zu tun haben. Und die Aufgabe passt perfekt zu eurer heiligen Legende. Höre ich. Was für eine heilige Legende? Macht euch nicht so wichtig. Ich verachte Menschen wie euch zutiefst. Schweift nicht ab. Mein Rat? Löscht eine der zwei Seiten aus. Dann ergibt sich der Rest. Okay, rüsten wir die, dann löschen wir die Menschen bestimmt aus. Ihr habt eine Rüstung erwähnt. Kennt ihr die Legende nicht? Ich dachte, jeder Hexer hätte davon gehört. Erzählt mir davon. Wie Legenden nun mal so sind, berichtet die Legende von einem großen Krieger. Sie ist noch langweiliger als Rittersporns Ballade über euch, auch wenn das kaum möglich scheint. Unser Held trug zwar eine Rüstung, wendete aber die Kampftechniken eines Hexers an. War er ein Hexer? Wer weiß? Das klingt interessant. Man nannte ihn Rabe. Er hatte Beziehungen zu Erfindern unter den Gnomen, die über ein überlegenes technisches Wissen verfügten. In ihren geheimen Werkstätten unter dem Carbonberg schufen sie eine ebenso feste wie leichte Rüstung. Perfekt für einen Hexer. Eine legendäre Rüstung. Vielleicht sollte ich mich mal als Schatzjäger versuchen. Viel Glück. Vermutlich wurde Rabe in ihr begraben. Schon seit langem durchsuche ich Friedhöfe, um sie zu finden. Kennt ihr jemanden, der mir mehr über diese Rüstung erzählen kann? Der hiesige Schmied ist auch ein Erfinder. Und er kennt die Legende. Ihr könnt es aber auch bei dem Elfenhandwerker versuchen. Das werde ich tun. Ja? Okay, wir haben ja schon ein so ein komisches Rüstungsteil gefunden, auch wenn ich nicht genau weiß, was ich damit jetzt anfangen soll. Ob das ein Teil dieser legendären Rüstung ist, keine Ahnung. Was ist mit dem freundlichen Priester Wodjanoi? Wisst ihr, wo ich den freundlichen Priester der Wodjanoi finden kann? Beim Altar der Herren des Sees am Ufer. Manchmal jagen ihn die Anhänger Dagons fort. Da müsst ihr auf ihn warten, falls das nicht unter eurer Würde ist. Verstehe. Ja? Gut, und ihr habt eine Schwachstelle in meiner Verteidigung erwähnt. Ihr habt eine Schwachstelle in meiner Verteidigung erwähnt. Ja. Eure Lenden sind ungeschützt, wenn ihr eine halbe Drehung macht. Jeder Anfänger würde das bemerken. Ich weiß sogar warum. Würde es euch was ausmachen, es mir zu erzählen? Um eine halbe Drehung korrekt ausführen zu können, müssen beide Beine gesund sein. Eines eurer Beine wurde einmal zerquetscht. Möglich. So ist das eben. Lebe durch das Schwert, stirb durch das Schwert. Okay, das war's erstmal, was er mir zu erzählen hat. Okay. Wieso ist eins meiner Beine mal gequetscht worden? Ich habe keine Ahnung. Gut. Schauen wir mal, was haben wir denn hier schon? Haben wir hier nicht irgendwo mal ein Level-Up gehabt? Ja, genau. Und neue Quest, Rüstung. Gut. Wir haben zwei Silbertalente, einen Bronzetalent. Machen wir mal hier, zack. Ne, damit wir mehr Stärke haben und sowas. Blutenresistenz, hey, das können wir machen. Und dann haben wir hier noch irgendwo Bronzetalente. Ich frag sie nur, wo wir die jetzt einsetzen. Hm. Könnten wir das in das hier mal reinsetzen und hier nochmal. Geht doch. So, Alchemie, wenn wir schon mal hier sind. Dann Gott sei Dank machen, wir könnten aber auch erstmal eine Schwalbe machen. Und Wildcards brauchen wir nicht. Für Rebus haben wir nichts mehr. Gut, das war's im Prinzip. Und was ist das hier? Mutagener Trank ermöglicht, die Intelligenzausbaustufe Mondaufgang zu kaufen. Pff, keine Ahnung, wozu. Was ist das? Mutagener Trank gewährt euch ein Bronzetalent. Ach, das ist hier von den besonderen Zutaten, die ich teilweise erwischt habe. Okay, verstehe. Gut. Dann meditieren wir jetzt mal 2 Stunden. Dann müssen wir auch noch zurück ins Dorf. Ich weiß gar nicht mehr, wieso, weshalb, warum, aber irgendwas mussten wir dann, glaube ich, noch machen. Schauen wir mal. Wir haben ja hier Statue des Herren des Sees. Ja, das will ich aber jetzt gar nicht. Ich wollte jetzt eine andere Quest machen. Wir haben ja auch noch hier die Quest mit der Rüstung. Wird mir die jetzt hier mal angezeigt oder nicht? Ist das eine von den Hauptquests? Das ist eine Hauptquest. Dann schauen wir mal, wo wir. Da muss ich mit dem Schmied oder Elfenhandwerker über die Rabes Rüstung reden. Okay. Das hier ist der Wodjanoi-Priester.
Okay, dann muss ich mit Julian und mit dem Wotjanoi Priester reden. Okay. Sollte Alina aufsuchen und die Situation erklären. Und mit Alvin muss ich das Dingens geben. Okay, machen wir einmal Wellen. Das heißt, wir müssen hier zurück zur Herrin des Sees. Und, ne? Weißt du Bescheid? Halt, bei der Herrin des Sees den Wotjanoi Priester aufsuchen. Das sollten wir aber auch hinkriegen, hoffe ich. Ja, ist ja nicht so weit entfernt. Alles nur in diesem Gebiet hier. Müssen wir nur eventuell mal das Boot benutzen, aber auch das kriegen wir hin. Oh ne, wer greift mich denn jetzt an? Oh, was seid ihr für welche? Finde ich aber nicht okay. Und wir die komischen Dagons. Der bekommt alle mega Schaden, das wisst ihr, ne? Und die Affen lassen ihn natürlich am Leben. Komm, drauf da. So, nochmal. Der ist gleich weg. So, geht doch. Bin ich denn überhaupt noch auf dem richtigen Weg hier? Einigermaßen. Muss er jetzt hier zu dem Altar links hier? Oder wo muss ich? Hä? Ach, was bist denn du da? Ein Dagon-Priester. Ja, weiß ich ja nicht, ob ich damit zufrieden sein soll. Schauen wir mal. Heilt er sich auch noch hoch, der Schweinepriester? Ist ja nicht wahr. Das heißt, ich muss dem hier sehr gut viel Schaden auch einhauen. Okay. Der ist weg. Zum Glück. So, und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier genau machen sollten. Ist ja, glaube ich, dieser Altar von der Herrin des Sees. Und hier soll irgendwo ein Wotjanoi-Priester sein. Noch nicht. Altar. Ja, okay, jede Menge Text. Aber hier ist nicht der, den ich suche. Aber wir könnten jetzt theoretisch hier der Wassernymphe hier ihre Halskette wiedergeben, wenn wir schon mal hier sind. Dann können wir auch nochmal ans Lagerfeuer dort ein bisschen warten und so. Kriegen wir alles hin. Alles nur eine Frage der Zeit. So, wo ist er denn? Da, die Nayade. Hey, Nayade. Nicht nass machen hier. Reden wir. Sehr gerne, ich habe eure Halskette. Ich habe eure Halskette. Wundervoll. Und jetzt eure Belohnung. Ich kann euch ein Buch über die Wotjanoi oder eine Erdrune anbieten. Oder, wann immer es erforderlich ist, eure Wunden versorgen. Ich wäre gern euer Patient auf Lebenszeit. Ich wäre gern euer Patient auf Lebenszeit. Ich wusste, ihr würdet euch dafür entscheiden. Jedes Mal, wenn ihr zu mir kommt, versorge ich eure Wunden. Danke. Na dann, sehr schön. Nehmt dieses Präsent als Andenken mit. Das Amulett beschützt euch vor Ertrunkenen. Hey, das ist doch cool. Wo haben wir es denn? Da könnte ich so ein Amulett... Ach, das ist ein Tränke-Schnellfach. Warte mal. Ich will ja hier so einen Trank reinlegen und dann wird mir das hier bestimmt gleich links noch angezeigt. So, genau, sehr schön. Gefällt mir. Haben wir auch einen Inventarplatz frei. Das Amulett haben wir jetzt wo? Keine Ahnung. Die Ringe, die ich hier trage, bringen mir sowieso nichts. Das Amulett sehe ich jetzt nicht. Gut. Hat sie denn sonst noch irgendwas zu sagen? Wo kann ich den freundlichen Priester der Wotjanoi finden? Wo kann ich den freundlichen Priester der Wotjanoi finden? Er betet häufig am Altar der Herren des Sees. Manchmal verjagen ihn die Anhänger Dagons, aber er kommt stets zurück. Verstehe. Okay. Gut, dann warte ich hier mal ein Stündchen oder sowas. Was will denn dieser Affe von mir, dass er auch immer zu mir hinrennen will? Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Ist halt so. So, schauen wir mal, ob er jetzt wieder da ist. Nachdem hier die Anhänger der Dagons da jetzt entfernt wurden. Von mir, persönlich. Eine Taube oder Möwe oder was auch immer. Yay! Wo steht da hinten jetzt jemand? Ich glaube nicht. Oder doch?
Altar, aber niemand ist dort. Hm. Ob der vielleicht in der Nacht da steht oder am Morgengrauen, könnte natürlich auch sein. Da müssen wir jetzt hier immer so ein bisschen hin und her gehen und gucken, ob da jetzt jemand ist oder nicht. Hm. Zum Glück ist das Lagerfeuer nicht so weit entfernt. Das geht dann quasi noch. Das könnte durchaus schlimmer sein. Da setzen wir uns nochmal hin. Wir haben ja genug Feuersteine im Moment. Da geht das dann schon. So, warten wir mal bis zur Nacht. Und dann gehen wir da nochmal hin. Einfach weil ich es kann und so. Und dann schauen wir mal. Ein Dagon-Priester. Hey, lange nicht gesehen, du Penner.